Moin Leute, willkommen zu einer der letzten Folgen von Let's Play Pokémon. Könnte auch letzte sogar schon sein. Direkt im Anschluss quasi zu dem Let's Play geht dann auch Omega Rubin los. Ja, machen wir schnell Thumbnail-Bild, das übliche. Mein Gens. Was will Talia noch sagen? Pokepuppe, jawohl. Schade, Unterkalk hat mehr Wink. Ah, schade. Aber es war, glaube ich, auch die indirekte Ankündigung von Omega Rubin, nicht von Omega Rubin, bekommen, Omega Rubin. Leute, er hat das Thumbnail nicht mehr gemacht gehabt, das ich machen wollte. Wow. Egal, jetzt habe ich das andere Thumbnail, was ich dann gemacht habe. Ich wollte das Item haben. Dann will ich das Item mitnehmen. Oh Mann. Jetzt kommen die Credits. So, jetzt die Credits kommen. Die Folge hat gerade angefangen. Ich beginne die Credits. Ich habe also für die Credits. Als ob ich für die Credits neue Folge angefangen habe. Genius, das hatten wir auch noch nie, dass der Champ-Kampf und die Credits in zwei verschiedenen Folgen sind. Okay, es kam noch sehr viel danach. Unser Abenteuer geht dann in der Höhenregion weiter. Oh, ein Päckchen. Eigentlich will ich das einfach fucking awesome aus.
Und diese, ein weiteres Pokémon-Spiel, was wir durchgespielt haben. Nach zweimal Einal, Kalos, Alola-Region, davor ja Sinnoh bzw. Hisui-Region. Jawohl. Aber ohne Scheiß, das Spiel hat echt Spaß gemacht. Das war echt geil. Ich muss sagen, ich dachte immer so, Gen 7 ist so die langweiligste Generation, die es gab. Nee, ist sie nicht? Ich würde sogar gefühlt fast Gen 6 da einordnen. Zumindest Gen 7 geht über Gen, muss ich sagen. Zumindest aktuell gerade betrachtet, muss ich sagen, würde ich sogar über Gen 8 werten. Passt. Aber okay, ich habe die DLCs auch nicht gespielt und alles. Aber die Story war jetzt sonst auch nicht so krass von Gen 8. Wobei Gen 8 eigentlich auch gar nicht schlecht war. Es sah halt komisch aus, aber es war halt Dings. Es war halt jetzt nicht wie ein Legenden Arceus, wo ich sagen muss, weil Legenden Arceus halt echt schlecht aussah im Vergleich zu Gen 8. Und aktuell, das haben wir, was wir gesehen haben von Paldea, also Karma 7 Scarlet Violet. Da wissen wir halt auch nicht, wie heißt das, sieht halt auch schlechter aus als Gen 8. Ist das Ding selbst Pokémon Snap? Sieht dagegen fast schon krass aus. Oder eher also generell die Welt von Pokémon Snap sieht halt krasser aus. Also nicht von New Pokémon Snap, sondern von Original Pokémon Snap. Und wie immer der Klassiker. Die Credits. Die wir uns auch nicht hingehen lassen dürfen. Ganz ehrlich, ich habe nämlich auch voll Bock, parallel und halt generell jetzt noch zukünftig vielleicht mal wieder in der Johto-Region vorbeizuschauen. Ja, ich hätte eigentlich echt Interesse, mal in der Johto-Region vorbeizuschauen wieder. Wir waren aber erst vor nicht allzu langer Zeit in der Johto. Das letzte Mal war Kristall. Ja, Kristall war. Das ist auch schon wieder. Okay, ist auch schon wieder ein Jahr her. Das war 14. Juni 21, wo wir das letzte Mal in der Johto-Region unterwegs waren. Mal gucken, was nach der Höhenregion kommt. Beziehungsweise nach Paldea. Weil aktuell auf der Parallel beziehungsweise Paldea. Also ich weiß noch nicht, ob Scarlet oder Violet werden. Ich schätze mal aber wegen dem Pokémon-Auswahl wird es glaube ich tatsächlich Violet. Obwohl ich glaube ich sogar tatsächlich Scarlet als erstes nehme und Violet später, weil ich will, Violet hat halt so viele Pokémon, da kann ich kein Regionalteam bilden vernünftig. Weil es gibt Pitbull da. Es gibt Dratini da. Es gibt Kabuno da. Ich glaube, ich würde sogar tatsächlich die Liga mit Drachen-Pokémon machen, wenn man die halt vorher kriegt.
Oh man, die Outro-Mucke ist auch geil. Halt diese ganzen Bilder zu, ist halt auch irgendwie cool. Obwohl ich halt das Outro von Diamant und Perl halt cool fand auch. Halt dieses animierte. Ja, geil, einfach Feldarbeit. Fällt auf, der, von der letzten Insel, Kapteen, haben wir auch noch einmal gesehen, kurz, uns auf der Brücke im Canyon. Und jetzt hier. Glaube ich. Eieiei. Ich bin aber lustig, die ganze mit dem, alle Autos gehören halt dazu. Das ist halt Tradition bei uns. Allein vom Bromley das Bild. Artwork sieht fucking awesome aus. Dieses Spiel wirklich wieder, es hat übel Spaß gemacht, ey. Ohne Scheiß. Gen 7 einfach Wahnsinn. Das ist einfach der Wahnsinn. Vor allem, wenn ich ganz ehrlich bin, ich würde mir sogar wünschen, zukünftig mal, wie wäre es mit einem Sonne und Mond 2? Also es ist nicht sowas wie Ultrasonne, Ultramond. Oder halt Ultrasonne, Ultramond halt. Oder mit ein paar Features aus Ultrasonne, Ultramond. Oder halt eher sonst die klassischen Sonne und Mond. Halt ein paar Jahre in der Zukunft. Das würde mich interessieren, wie es da aussieht. Aber Alter, sind die Auto lang, Halleluja. Wir sind schon 12 Minuten in der Folge. Und ich wollte eigentlich die Folge nochmal sehen. Oh Mann, die Stallrüffel. Aber die Herrscher-Pokémon kommen dann wieder. Das wäre geil, wenn es wirklich so ein bisschen wieder wie die Prüfungen sind von damals. Oh Mann, ey. Wie lange ist das Auto? Junge! Auch geil, wie der war, halt, du musst an diesen Z-Attacken halt auch echt cooles Gimmick. Kommt halt nicht so wirklich an den Mega-Entwicklung dran. Aber vor allem die Pokémon Diamant Perl oder Strahlen, der hat euch gefällt, fand ich cool, dass es da kein Gimmick gab. Das ist halt wieder ein klassisches altes Pokémon, wo es keine Gimmick gab. Und, okay, außer halt dieses Freundschaftsgimmick, Entschuldigung, das gab's ja. Dieses cold broken Freundschaftssystem. Also ich bin mal gespannt, ob es wann mal wieder ein Pokémon-Spiel kommt ohne ein Gimmick. Das hatten wir seit Gen 6 nicht mehr. Weil Gen 6 Mega-Entwicklung, Gen 7 Z-Attacken, Gen 8 Giga-Dynamaxing, Gen 9, beziehungsweise Remake von Gen 3 hatte Mega-Entwicklung. Gen 7 gab es auch, glaube ich, zum Ende hin nochmal Mega-Entwicklung. Okay. Teaser für Strahlen und Diamanten. Nein. Das war jetzt zig Jahre vorher. Ah, ich bin mal gespannt, ob man, wie gesagt, Lilly als Charaktere nochmal irgendwann wieder sieht. In ein paar Jahren.
Weil stell dich mal vor, man würde wieder in die Alola-Region kommen und Lilly würde halt einfach wieder auftauchen, weil sie gerade hingezogen ist. Und dann würde man sie beispielsweise als, dann würde man da halt beispielsweise mit Professor Kukui hingehen und sie abholen. Beispielsweise so 10 Jahre nach den Geschehnissen von Sonne und Mond. Die Aether Foundation ist, gut, wie gesagt, Team Sky gibt's nicht mehr. Und dann irgendwas anderes oder Team Sky hat sich wieder gebildet unter einer anderen Leitung. Okay. Ach Gott, das Artwork da hinten. Von uns, Tali und Lilly. Ohne Scheiß, Lilly ist für die Charakteren, glaube ich, ein echt im Gedächtnis bleibt. In dieser gesamten Reihe. So. Es wurde gespeichert. So. Wir werden nochmal. Wir gehen nochmal rein ins Game. Weil ich das Item da haben will. Tali! Oh Gott! Ah. Okay. Noch ein paar Z-Kristalle. Na, wir müssen die Wahrheit sagen, ist schon echt weit weg. Okay. Story, wer ist der Vater von Tali? Das sehen Sie in Pokémon Sonne und Mond. Hüpf. So. Ah, okay. Ah. Okay.
Sollten wir vielleicht mal auschecken, aber ich will Lebel, ich will halt irgendwann wieder nach links. Dann wollen wir Ultrawelle von Lebel holen. Das glänzende, die letzte Münze auf dem Mauzi. Hallo. Seltsame Karte. Haben wir doch eine Late Story? Ich glaube, es gibt eine generell größere After Story. Nicht Late Story, sondern After Story. Seltsame Karte. Lebel. Jetzt kommt Lebel. Ich will zumindest Lebel noch mal in der Folge sehen. Die Mucke von Lebel ist immer geil. Da warten bestimmt ein Zimmer hier. Das kann nur das Zimmer sein. Nicht mal die ikonische Lebel-Mucke? Lebelle? Ah. Ich hätte gedacht, wieso haben wir nicht die klassische Lebel-Mucke drin? Ah, es geht nur Ultra-Bestien jagen, okay. Und dann...
Okay, es gibt eigentlich nur ein paar Ultra-Westing fangen, aber okay. Brauchen wir es jetzt aktuell nicht unbedingt. Dum, dum, da, da, dum. So geil, dass ich den Covid Game ausbaue. Ah. Ein Sinn. Ah. Yo, Level 61, was? Die Knete hält sich nicht durch Garados. Easy. Okay, so easy war es noch nicht. Magiel, okay, dann würde ich aber sagen, wir gehen trotzdem um das stärkste Pokémon nach vorne. Selvaro. So, und den Kampf noch und danach wartet auch quasi nach dieser Folge. Ich kann ja nicht für die Z-Attacke eigentlich Schaden machen. Das ist eine Herausforderung im nächsten. Fußball, oh nein, das ist das, das ist das, das ist das, das ist das, das ist das. Raumprobleme besiegt, nice. Gleich Level 56, nice. Noch Level 58 Ehre. Rela. Nein! Warum ein Relaxo bitte? Ich versuche hier direkt mit Fragesturm bei. Was macht da nicht die Attacke hier? Hört auch eine Beschreibung bei. Nein. Vorher drücke ich noch ein Ding rein. Vorher drücke ich noch eine Z-Attacke rein. Nicht abgezogen. Wieder die ganze Zeit Blinder drauf fallen. Aber wir schlafen erstmal. Nee, das wird nicht klar.
jetzt wird's eh nicht mehr bringen. So, dann nehmen wir das mit der Dran da. Jawoll! LOL! Das war jetzt ein Joke. Alter, das ist geil. Letztes Mal hat er wieder auf Hagelsturm rufen. Nice. Oh, das ist geil. Schon wieder Blinder drauf spam. Okay. Oh, das ist schön, ey. Wir gehen aber, wir haben mal 5 Blitzer auf. Nein. Die Attacke geht daneben. Ein so auf Blitzer ist geil. Das kommen noch 5 Blitzer auf ihn drauf. Okay. Nicht wunder. Ach, halt so. Leck mich am Arsch. Das ist ein Joke. Ich wusste, die Eisenschild drauf eingesetzt. Durchbruch. Ende. War immer perfekt, dass das jetzt aufhört. Nein, um jetzt zu hageln. Nachtig, auf Hälfte durch, bitte, 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 bitte. Nogga! Lander sei schneller. Nee, ist nicht gut. Alter, Junge, als hier. Danke. Boah, ich hab voll mal mit Gerrit noch einen Hyperschrein abzufeuern. Ein Hyperschrein muss sein. LOL. Bruder Lander gegen Bruder Lander, was? Ich muss auf Reitschuh gehen. Brutalander gegen Brutalander wäre ein bisschen schwierig. Würde ich mal so behaupten. Hältst du easy durch? Hältst du nicht easy durch? Das ist ein Joke. Garas wird langsamer sein, also wir können mit Garas und mit Garas nicht gegen Brutalander bestehen können, glaube ich. Er kann Sonderzahn. Ja, auf alle und bekommt man eine Antwort. Er wird eine Drangklau machen gegen Brutalander. Wenn nicht, müsst jemand als Ersatz da bringen. Wir sind einfach zu underleveled für den Kampf. Wir sind zu underleveled.
Feuerzahn. Die zieht sie aber auch nicht ab. Aber wir ziehen mehr ab als er. Einen dritten Hit können wir aushalten, regulär. Komm, den musst du aushalten. Oh. Junge. Der Wahnsinn. Wir haben nur noch Relaxo vor uns. Dann würde ich erstmal sagen, wir heilen erstmal Silvaro. Was Gefühl nicht gebracht hat. Okay, nee, wir müssen eine andere Probe an den Start bringen. Kein Geist brauchen. Geist! Nährschatz wird mich jetzt weg sein. Angriff geht wieder runter. Komm, Garaus, das musst du hinkriegen. Überstrahl! Nein, nein, das soll jetzt absolut scam. Weil er jetzt einschläft. Oh, er schläft nicht ein. Gerne geht dafür daneben. Überschreit er nicht! Mit einem gezielten Hyperstrahl eliminiert. Junge. Die Folge ist auch wieder so irre lang. Aber schön, wir haben noch Hyperstrahl. Wir haben zwei Hyperstrahl noch Strähle abgeschossen. Abgefeuert mit. Ah. Ich frage mich, kann man eigentlich in Pokémon eine Pokéliga nur mit Dings machen? Stimmt, muss ein Regionalleiter. Ich würde sagen, wir heilen nochmal. Ich weiß, was können wir eigentlich jetzt noch machen? Großartiges. Ich weiß nicht, die Folge geht aber wieder entsprechend lang. Mit 39 Minuten, da würde ich sagen, Leute, danke fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, würde mich über eine Bewertung freuen. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Da verpasst auch nichts mehr. Das war's mit Pokémon Mond. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.